Ja, hallo meine lieben Damen und Herren. Abgesehen, was weltpolitisch abgeht, das ist ja schon der reinste Zirkus auf allen Ebenen und Kosten. Wir reden hier über Milliarden, die hier verschwendet werden, für ein System, das eigentlich schon längst hätte in jeder Hinsicht geändert werden müssen. Und vor allem aufgrund der Tatsache, dass wir die Zukunft selbst zerstören, indem wir hier ein System nachhaltig propagieren, das ja eigentlich in seiner Starrheit gar nicht zu übertreffen ist. Und ich weiß nicht, ob das jetzt die Herrschaften wirklich verstehen, die politisch diese Schienen führen und leiten. Denn Tatsache ist, dass die, die wirklich Geld haben, denen ist wurscht, was sie produzieren und wie sie das produzieren. Hauptsache, ihr Gewinn ist richtig. Und hier müssen wir einhacken. Es kann doch nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft von freier Wirtschaft, Demokratie, Menschenrechten einfach über die Tatsachen drüber fahren, dass wir hier jedem Kind auf dieser Welt die Zukunft rauben und das nur aufgrund einer profitgierigen Dreckgesellschaft, die aus Karrieregeilheit und anderen wirklich nicht erklärbaren Gründen, ja, weil eine Erklärung ist ja etwas, das Sinn machen muss, aber die Erklärung es so zu lassen, weil es so halt immer schon war, also diese Erklärung ist ja schon kriminell. Gell, liebes Österreich? Und an Sie, Herr Justizminister Brandstätter, die Causa Lannecker. Ja, es gibt eigentlich gar keine Worte mehr. Am Dienstag werden wir dann eh sehen. Wie kann denn eine BH eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung machen, die angeblich mein Anwalt betrifft? Und mein Anwalt weiß ja nichts davon. Das ist einmal grundsätzlich so. Aber was Sie mit meiner Gattin gemacht haben, liebes Österreich, dafür lasse ich sie vierteilen Rädern und ich hänge sie auf jedem dreckigen Baum in Österreich. Denn das geht gar nicht. Hier irgendwelchen Leuten irgendwelche Sachen zu erklären, und das betrifft sie alle, schwarz, rot, grün, blau, kariert und lila. Hören Sie auf mit Ihrem Selbstbeweihräucherungsprogramm, denn in Wahrheit, gell, können wir auf dieser Welt auch ohne politischen Schwachsinn leben. Und der würde wahrscheinlich weniger kosten. Aber das Hauptproblem liegt darin, dass wir sichtlich nicht verstehen, dass wir in einer Gesellschaft ersticken werden, die sich offensichtlich nur noch um die Verpackung kümmert und gar nicht um das, was drinnen ist. Und zum Schluss könnte man nur eines sagen, das, was Sie in Ihren Körper, es ist das kosmische Gefäß, das materialisiert wurde von mir aus, ja, nennen wir es esoterisch. Ihr Körper, ja, der hätte ja durchaus alle Vorrichtungen schon jeher erhalten, um jede Krankheit hier eigentlich schon von sich her zu besiegen. Ja, wenn Sie Krankheiten erzeugen, gell, dann dürfen Sie nicht blöd fragen. Und in Österreich, bitteschön, ich verstehe eines nicht. Auf Kinderfesten steht dann gleich unten Bier vom Fass. Heißt das jetzt Kinderfest Bier vom Fass oder ist das ein Bierfest, Fass, Bierfest für Kinder? Ich weiß es nicht. Warum können Erwachsene nicht endlich einmal eine Kurve kriegen? Wieso können wir als die Verantwortlichen, die wir den Kindern irgendwelche Sachen da einpredigen, ja, wie sie sich da zu benehmen hätten, was eben eine gute Zukunft ist, gell? Und selber haben diese Erwachsenen ja keinen blassen Schimmer. Und wenn sie ihn haben, dann sind sie kriminell, weil sie es nicht ändern. So, und jetzt nur kurz an einem schönen Sonntag ein kleines Intro und vielleicht können einige Musikerfreunde daraus ein Liedchen machen. Thank you.
jetzt einmal, dass die Jugend hier natürlich alle Rechte hat, hier zu resignieren, zu boykottieren und zu rebellieren. Denn ein junger Verstand, der ist lernfähig, gell? Aber offensichtlich sind hier verantwortliche Politiker in Österreich nicht lernfähig. Und zur Bundespräsidentenwahl, die zweite Auflage, die ist ja eigentlich schon wieder kriminell. Denn sie schließen hier wirklich 30.000 Jugendliche schon aus. Es gibt eigentlich bezüglich einer Neuwahl keine gesetzliche Bestimmung, wann diese zu erfolgen hat. Das heißt, der Termin wurde eigentlich so festgesetzt, wie halt das den großen Herrschaften da am besten passt. Es wird ja hier nicht auf demokratischer Ebene entschieden. Danke, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und vielleicht nehmen Sie sich jetzt meine Worte zu Herzen. Werte Minister in Österreich, man kann nicht Menschenrechte im eigenen Land auf grausamste Weise missbrauchen und dann auf Länder im Ausland herumzeigen. Gell? Tut es in der eigenen Haustüre kehren. Rot, schwarz, blau, grün, kariert, gelb, getupft, wie sie auch immer heißen mögen, ihre politischen Erfindungen. Tatsache ist, ein gutes System, ja, das muss her. Ein System, das sich für alle rechnet und vor allem für die rechnet, die eben anständig sein möchten. Und das wird in einem korrumpierten Wirtschaftssystem, das wir weltweit haben, gar nicht erlaubt. Ja, ich würde jetzt einmal grundsätzlich anfangen damit, liebe UNO und Herr Ban Ki-moon, ich bin schon erschüttert. Ich habe im September 2015 konkret 5 Punkte gemacht. Diese 5 Punkte habe ich an die Webseiten der Präsidenten geschickt von Putin, Obama und Co. Und alles wurde wirklich halbwegs umgesetzt. Nur, da man mich nicht eingeladen hat, habe ich dann angefangen, im Internet öffentlich über etwas zu berichten, das eigentlich auch diese ganze Flüchtlings- oder Völkerwanderungskrise auf diesem Planeten, wir können diese Krise dazu verwenden, ein neues gutes System zu installieren und das mit weniger Kosten als das, was gerade verursacht wird. Wenn Sie endlich begreifen würden, dass diejenigen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, sehr wohl bereit sind, in ihrer Heimat zu bleiben, wenn sie dort Hilfe bekommen. Wieso bauen sie hier Zäune um 100 Millionen und Milliarden? Ja, wieso tun sie hier Gelder lukrieren für etwas, was sie danach als die Krise propagieren? Also offensichtlich sind Politiker bereits in eine Berufsgruppe gewandert, die Probleme erzeugt, damit sie dann ihren Freunden einen Job besorgen können. Und wenn Sie jetzt ein bisschen nachhaltig denken, dann kommen Sie darauf, dass dieser Weg konkret in den Abgrund führt. So, ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Sonntag. Walter Lanegger aus Österreich in der Nähe von Wien. Und ja, vielen Dank an meine Fans und vor allem an die Jugend. Und eines sage ich Ihnen, werte Präsidenten und Bundesminister, ich sorge dafür, dass die Jugend ihrer Lüge nicht mehr aufsitzt. Und es ist die Zukunft unserer Welt und unsere eigene Zukunft, wenn wir einmal so alt sind und nicht mehr selbst Dinge erledigen können und angewiesen sind auf die Hilfe anderer. Sie sind ja in Österreich nicht mal in der Lage, und das, was bei mir jetzt in Tirol abgeht, meine 83-jährige Stiefmutter wurde des Hauses beraubt, das natürlich mir vererbt worden wäre, aber da ja der Bundesverbrecherwesenhaufen da dieses Wiener Geschiss mir vor 20 Jahren schon gesagt hat, Sie, Herr Lanegger, sind da einige Boote, Sie haben in Österreich keine Existenz, Sie kriegen keine Arbeit, Sie kriegen nichts mehr, Sie sind obdachlos. Und Faktum ist, seit 20 Jahren kämpfe ich gegen diese Willkür von Behörden an. Diese Frechheiten, die da abgehen, die sind so widerlich, das hat mit Menschenrecht ja gar nichts mehr zu tun. Nazi, Gestapo, Methoden durch die Justiz Österreich. Und so viel sage ich Ihnen jetzt. Sie werden vor ein internationales Gericht kommen in Österreich, ob Sie wollen oder nicht. Und Sie, Herr Ban Ki-moon, noch einmal zurück.
Wie können Sie einen Mann als Jugendbeauftragten hier einsetzen, der selbst bei Wiener Wohnen Chef war und eigentlich, in diesem Fall habe ich ja auch schon publik gemacht, dass Wiener Wohnen 40 Jahre lang sich bereichert hat. Das ist alles nur aus dem Gruppenbauwesen Erhaltung. Ja? Wir können ja noch weiterhin einbohren. Nein, das wollen wir gar nicht. Und ich sage es Ihnen, diese ganzen Korruptionsstaatsanwaltschaften, nicht böse sein. Bitte nicht böse sein. Das ist alles Luschi, Larifari und Gschisti, Gschasti. Es hat ja jetzt 10 Jahre gedauert, bis der Grasser wegen Buwob und Co. dran kommt. Sprechen wir einmal vom Finanzminister für Bundesfinanzen. Ja? Wenn er weiß, dass heute ja, in Österreich, und das im Jahr 2000, Herr Grasser, Sie wussten das als Finanzminister sehr genau, wie Budgets lukriert werden, Haushaltsgelder. Und wenn hier Firmen Rechnungen stellen können, und zwar nicht aufgrund der Arbeit, die man macht, sondern ganz konkret das Angebot. Und das Angebot ist dann die Schlussrechnung. Also so kann es ja nicht sein, denn es kann ja in der Realität dann so sein, dass gewisse Positionen oder Arbeiten nicht gemacht werden und daher aus diesem Angebot abzuziehen sind. Und dann ergibt sich eine geringere Rechnungssumme. Hier aber grundsätzlich zu sagen, stellen Sie das alles in Rechnung, weil es ist halt so. Auf diese Millionen habe ich verzichtet, meine Damen und Herren. Das sage ich jedem Drecksarschloch ins Gesicht, der in Wirtschaftsministerien sitzt, der bei der Polizei sitzt oder wurscht, in welcher Bundesbehörde oder arschkriecherten, dreckigen Bundesverwesungsgesellschaft. Ich weiß, ich verwende hier harte Worte, aber entschuldigen Sie, Sie verwenden Nazi-Methoden von Amts wegen. Und das ungeniert seit 15 Jahren. Und warum die Medien in Österreich meine Causa nicht bringen, es ist mir schon klar. Es würde eigentlich der Beginn einer neuen Zeit sein. Wir würden mit Sicherheit diese altvatrischen Freundelsau-Wirtschaften beenden. Nur, wenn man nach dem Prinzip lebt, eine Hand wäscht die andere. Meine Damen und Herren, bitte tun Sie Ihre Kinder nicht im Kindergarten in dieses Verbrechersystem hineinzüchten. Ja? Geben Sie Kindern die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden und frei zu entfalten und frei zu entwickeln. Und wenn einmal ein Kind halt auf einen Baum klettert, dann klettert es auf einen Baum. Und wenn es runterfällt, dann fällt es runter. Und wir haben uns auch hingekaut und haben uns verletzt. Und mein Gott, das sind Erfahrungen, die wir im Leben machen müssen. So wie sich jemand die Finger verbrennt, ja, weil sonst weiß er nicht, was Feuer ist. Und glauben Sie mir, jedes Kind, das sich einmal die Finger verbrennt hat, wird wissen, dass es Feuer nicht angreift. Gell? Und wenn Sie das aber theoretisch erklären, nützt Ihnen das alles nichts. Und Politik wurde leider zum Theoretikum, zum bestbezahlten Lügeninstrument. Und deswegen, liebe UNO, wenn Sie nicht Walter Lannegger im Internet googeln oder lesen und meine Solution und sonst noch was gelesen haben, dann bitte behaupten Sie nie wieder, dass Sie auf der Suche nach Lösungen sind. Sie setzen hier immer wieder dieselben Herrschaften ein, die 20 Jahre nichts weitergebracht haben, außer ihre eigenen Interessen verfolgt haben. So, und jetzt haben wir 15 Minuten. Ich danke schön und zum Schluss noch ein Ton.